dass ihr mit Hilfe von AirDrop ganz einfach Dateien wie zum Beispiel Fotos zwischen iOS und macOS-Geräten hin und her senden könnt, das wissen mit Sicherheit die meisten von euch. Es ist aber auch ganz einfach möglich, das ohne AirDrop zu machen, indem ihr Bilder zwischen iOS und macOS-Geräten, aber zum Beispiel auch Links oder Text ganz einfach versenden könnt. Und wie das genau funktioniert, möchte ich euch gerne im heutigen Video zeigen. Wenn dich Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, lass jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch, wie ihr ganz einfach Dateien hin und her senden könnt ohne AirDrop zwischen zum Beispiel eurem Mac, eurem iPad oder auch eurem iPhone. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Um Dateien zwischen dem Mac, iPhone oder iPad zu versenden, sollten zuallererst alle eure Geräte die gleiche Apple-ID haben. Das heißt, ihr geht einmal in die Einstellung und prüft, dass überall auf euren Geräten die gleiche Apple-ID hinterlegt ist. Außerdem sollten alle eure Geräte im gleichen WLAN sein und Bluetooth sollte ebenfalls aktiviert sein, damit dieser Prozess ohne Probleme funktioniert. Und als nächstes solltet ihr noch einmal in den Einstellungen unter Allgemein und dann hier unter AirPlay und Handoff checken, dass Handoff hier aktiviert ist, damit das Ganze auch zuverlässig funktioniert und ihr ganz einfach Dateien wie zum Beispiel Fotos teilen könnt. Wenn ihr nun zum Beispiel ein Foto auf eurem iPhone kopieren möchtet und dieses dann auf eurem iPad oder Mac einfügen wollt, dann funktioniert das wirklich sehr einfach. Ihr könnt hier einmal das Foto auswählen, geht dann hier unten auf das Share Sheet und dann könnt ihr natürlich ganz klassisch hier einmal auf Foto kopieren gehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit drei Fingern einmal hier zusammenzuziehen. Also ihr nehmt drei Finger und zieht hier einmal zusammen und dann seht ihr auch schon, dass hier oben eben Kopieren angezeigt wird. Also das wäre die Alternative. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier auf dem iPad in diesem Fall ganz einfach einmal auseinanderziehen. Und daraufhin seht ihr auch schon, dass hier eben dieses Foto übertragen wird. Wenn wir jetzt hier einmal wieder die Tastatur entfernen, dann seht ihr auch schon, dass das hier eben entsprechend kopiert wurde. Und so könnt ihr ganz einfach zum Beispiel Fotos übertragen, indem ihr es einfach kopiert und dann wieder einfügt. Was ich persönlich sehr praktisch finde, ist die Möglichkeit, dass man natürlich auch Text kopieren und einfügen kann. Und das nutze ich für meine Videos sehr gerne, weil ich eben von meinem Mac gerne den Text dann an mein iPhone übertrage, indem ich diesen dann einfach einmal kopiere. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch schon hier zum Beispiel auf meinem iPad einmal tippen und das Ganze hier auf Einsetzen einfügen und dann seht ihr auch schon, dass das hier eben direkt übertragen wurde, was natürlich extrem praktisch ist, weil ich so eben meine Texte von meinem Mac an mein iPhone oder auch an mein iPad schicken kann. Was ich ebenfalls noch sehr praktisch finde, ist die Möglichkeit, Links zu kopieren und einzufügen. Das heißt, von unserem iPhone können wir hier zum Beispiel einen Link kopieren und daraufhin hier auf unserem iPad ganz einfach einsetzen und dann die Seite eben öffnen, was auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Funktion ist. So kann man zum Beispiel auch schnell vom iPhone einen Link an dem Mac öffnen oder ähnliches. Das heißt, Texte und Dateien können ganz einfach schnell zwischen iOS-Geräten übertragen werden. Ich persönlich finde dieses Feature auf jeden Fall super praktisch, weil man es eben produktiv sehr gut einsetzen kann, um Dateien zu versenden, um Text zu übertragen und ähnliches. Und daher verwende ich es auch jeden Tag im Alltag, gerade in Verbindung mit AirDrop zusammen, ist es mit macOS und iOS-Geräten wirklich absolut praktisch. Und daher wollte ich es euch natürlich auch nicht vorenthalten. Dementsprechend eine coole Sache, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann, sollte man das bisher noch nicht getan haben. Schreibt ihr mir doch gerne mal eure Meinung zu dieser Funktion unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.